Ein Volleyballer aus dem Saarland hat die Chance, ins Finale um die deutsche Meisterschaft einzuziehen. Das kann nur Moritz Reichert sein. Groß geworden beim TV Leber und dem TV Bliesen wechselte er erst zum Volleyballinternat Frankfurt in die zweite Liga, von dort aus zum VfB Friedrichshafen in die erste Bundesliga und vor Jahresfrist zu den United Volleys nach Rüsselsheim, dem Aufsteiger. Und mit seinem Team startete Moritz Reichert jetzt durch bis ins Halbfinale, just gegen Friedrichshafen. Doch damit nicht genug. Reichert und Co. besiegten vergangene Woche sogar den haushohen Favoriten. Gestern nun hatten sie die Chance, mit einem weiteren Sieg sogar das Finale zu erreichen. Frankfurt, Fraport Arena, gut 4000 Volleyballfans im Ausnahmezustand vor dem vielleicht alles entscheidenden Spiel mit Moritz Reichert. Wenn es eng wird, ist der Moritz da. Er ist absoluter Teamplayer, ordnet sich da einerseits super unter und auf der anderen Seite extrem ehrgeizig. Sehr zuverlässig, sehr zielstrebig, ein unglaublicher Arbeiter im Training. Stark am Ball und das nicht nur mit den Händen. Die Spielfähigkeit früh geprägt von Gerd Rauch, seinem Trainer bei Bliesen. Athletik, Technik und Taktik zur Erstligareife gebracht vom ehemaligen Bundestrainer in Friedrichshafen, Stelian Mokulescu. Und jetzt der Wechsel nach Rüsselsheim. Er hat hier den nächsten Schritt gemacht, ist Stammspieler hier, hat auch mehr Verantwortung. Und ich denke, er ist auf einem guten Weg, ein sehr guter Spieler zu werden. Tut es Ihnen weh, ihn abgegeben zu haben? Ich habe ihn nicht abgegeben, er ist gegangen. Ja. Und ich wollte ihn ja behalten. Und wie es ihm vielleicht im Nachhinein zeigt, war es auch vielleicht okay. Moritz Reichert ist dankbar für sein Lehrjahr bei Mokulescu in Friedrichshafen. Er hat seinen sportlichen Weg mit seinem Vater, der Familie, abgestimmt. Auch den zweiten Schritt in der Bundesliga zu den United Volleys in Blau. Hier übernimmt er jetzt Verantwortung, ist einer der Leistungsträger. Ruhig, sachlich, fokussiert und erfolgreich. Einer, der nur auf dem Spielfeld abhebt, wenn gefordert. Die Grundlage liegt sicherlich darin, dass er sehr viel mitbringt an sozialen Fähigkeiten, an ein tolles Umfeld, glaube ich, auch zu Hause, Heimatverein, Familie, da passt sehr viel bei ihm. Gestern passte nicht alles gleich so wie gewünscht. Von Beginn an lagen Reichert und Co. meist in Rückstand. Sichtbar nicht nur fürs Fachpublikum, schmerzlich spürbar für die United Volleys. Friedrichshafen in dieser Phase einfach einen Tick besser. Der erste Satzball, der Gäste noch abgewehrt, der zweite verwandelt, 23-25. Der Bliesner Fanblock von Moritz Reichert aber standhaft. Und er? Wie seine Mitspieler, den Dauerangriffen des Gegners ausgesetzt. Da hieß es, weite Wege gehen, unmögliche Bälle zurückholen. Und leider zuschauen müssen, wie auch der zweite Satz mit 19-25 verloren geht. Da ist noch deutlich Luft nach oben, sowohl bei der Mannschaft als natürlich im Besonderen auch bei Moritz. Ich meine, seine Aufschläge sind sehr gut, aber man muss sagen, Friedrichshafen spielt eine enorme Annahme. Das ist wirklich sensationell, hat einen sehr sicheren Block und das ist heute sehr schwer. Ich glaube, dass die Uniteds momentan ein bisschen verkrampft sind, in dem Gefühl, dass er heute tatsächlich ins Finale einziehen könnte. Habe ich den gleichen Eindruck. Ich glaube, der ist einfach ein bisschen fest. Ich glaube, momentan ist der Druck, heute wirklich was zu erreichen, ein Tick zu groß. Auch in Friedrichshafen lagen die United Volleys mit 0-2 zurück. Auch gestern kämpften die Rüsselsheimer. Auch gestern suchten sie ihre Chance, boten großen Sport. Doch letztlich wurde Friedrichshafen diesmal seiner Favoritenrolle gerecht. Eine bittere Niederlage. Aber noch lange nicht das Ende des Traums vom Finale. Wir sind immer noch als Außenseiter hier in der Serie dabei. Von daher können wir froh sein über jeden Satz, den wir holen und eventuell klappt es am Donnerstag. Der rückhaltlosen Unterstützung durch die Familie und durch seine Freunde kann er sicher sein. Moritz Reichert geht weiter, geradlinig seinen Weg. Ein Step mehr gestern zum Abschluss. Vertragsverlängerung unter Dach und Fach. Und jetzt heißt es Daumen drücken für Moritz Reichert. Für den kommenden Donnerstag ist ja noch eine Chance, ins Finale einzuziehen.